Guten Morgen, ihr Lieben. So, ich bin fertig gemacht, angezogen und wir fahren jetzt nach Santa Monica und gehen auf so einen Farmers Market und kaufen erstmal ein bisschen was ein fürs Essen und schauen uns danach noch ein bisschen Santa Monica in Venice Beach an. Ich bin mega gespannt. Ich habe auch so ein mega schönes Kleid an und es ist so tolles Wetter heute. Why wait to say, at least I did in my way. Lie awake, two-faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 You were the So, wir sind jetzt in Santa Monica angekommen und sind auf so einem Farmers Market und sind jetzt ein bisschen sozusagen einkaufen und besorgen uns Sachen fürs Essen und schauen mal, was es hier so alles gibt. One thing in my way. Jetzt fertig mit Einkaufen, beziehungsweise wir. Und ich bin jetzt hier in einer Einkaufsstraße in Santa Monica. Ich glaube, das ist so die Haupteinkaufspassage und werde jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finde ich hier auch einen Sephora. Ich will unbedingt noch zur Sephora und ein paar Anastasia Beverly Hills Sachen kaufen, die schon so lange auf meiner Wishlist draufstehen. Und ja, ich werde mich jetzt einfach mal ein bisschen umschauen. Ich muss gleich auf jeden Fall noch Mittag essen. Da suche ich mal irgendeinen Lunchspot. Und ja. Well, that escalated quickly. Ich habe jetzt gerade bei Sephora ungefähr $100 was gekauft, obwohl ich eigentlich sparen würde. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich noch mal runter zum Strand laufe, weil ich noch ein bisschen Zeit habe, bis ich wieder abgeholt werde. Und deswegen dachte ich mir, ich könnte mich ein bisschen an den Strand setzen und das gute Wetter genießen. Es ist nämlich so schön heute. I understand, I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 Also, ich sitze jetzt gerade in einem Café und habe mir einen Tee geholt und werde jetzt einfach ein bisschen hier chillen und die Leute beobachten. Ich bin jetzt wieder zu Hause und bin gerade schon ein bisschen am Bearbeiten des Videos. Leider habe ich ein kleines Problem. Und zwar habe ich zwei verschiedene Speicherkarten und auf dieser Speicherkarte, mit der ich die ersten zwei Tage aufgenommen habe, habe ich das Problem, dass der Laptop die nicht mehr annimmt. Also ich stecke die Karte in den Laptop rein und das wird einfach nicht angezeigt. Keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie anders noch bekommen kann oder was auch immer, ob die Dateien jetzt weg sind. Ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls bin ich schon wieder so müde. Also der Jetlag ist richtig schlimm im Moment. Ich wache immer nachts um 5 auf oder um 4 und kann dann meistens nicht mehr schlafen. Ich muss echt abends um 8 oder 9 Uhr ins Bett, weil ich einfach so todesmüde bin, dass ich fast im Stehen einschlafen könnte. Aber jedenfalls versuche ich heute mal ein bisschen später schlafen. Hier übrigens ein kleines Sneak Peek für euch auf die Sachen, die ich heute gekauft habe. Dazu wird aber sowieso nochmal ein Haul, denke ich, kommen. Ein ganzer Amerika-Haul. Und deswegen werde ich das mal bei Zeit in Ruhe machen.
Übrigens, ich wollte euch nur mal zeigen, wie es bei mir aussieht nach 2 Tagen. Ich bin nämlich der unordentlichste Mensch überhaupt. Und es fliegen wirklich überall Sachen von mir rum. Ich sollte dringend mal aufräumen. Do you come with me? Do you come with me? Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen zu vloggen, deswegen jetzt erst. Ich bin jetzt nach Santa Barbara gefahren und es ist wirklich super, super schön hier. Ich bin jetzt gerade an der Mission, also es ist irgendwie die größte Mission hier an der kalifornischen Küste von den Franziskanern. Und genau, das habe ich jetzt etwas besichtigt. Ihr seht jetzt im Hintergrund. Und jetzt werde ich einfach ein bisschen durch die Stadt hier laufen, mir die Stadt anschauen. Hier ist so eine Hauptstraße, die führt einmal durch ganz Santa Barbara durch und dann unten zum Strand. Und ich habe gerade schon gesehen, der Strand sieht super, super schön aus. Da ist auch so ein kleiner Hafen, da werde ich, denke ich mal, dann später Mittagessen. Und ich bin jetzt super gespannt, das Wetter ist auch so toll. Es ist richtig, richtig warm heute. Also ich glaube, wir haben 28 Grad. Ich habe ein schönes Sommerkleid an und meine gemütlichen Loafer. Ich hoffe mal, dass ich keine Blasen bekomme. So, ich habe jetzt ein Uber genommen und bin zum Strand gefahren. Und es ist wirklich so, so schön hier. Ich zeige es euch gleich mal. Und ich bin jetzt an einem Pier und werde jetzt, denke ich mal, nach einem kleinen Restaurant oder so suchen, wo ich jetzt Mittag essen kann, weil ich schon wieder Hunger habe. Und dann werde ich mich gleich, glaube ich, einfach echt an den Strand setzen, weil es so heftig schön ist. Durch die Stadt gelaufen und bin jetzt am Strand und es ist so ein schöner Sonnenuntergang. Mega, mega geil. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich abgeholt werde und ich denke mal, ich werde mich einfach hier ein bisschen an den Strand setzen und genießen. Und ich habe mega geile Neuigkeiten. Und zwar werde ich morgen wahrscheinlich für 2 Tage oder 3 Tage nach Las Vegas fahren. Und ja, ich habe schon von vielen gehört, da kann man zwar nicht viel machen, wenn man noch nicht 21 ist, aber es ist halt einfach eine Chance, die sich jetzt geboten hat, weil ich mitgenommen werde und halt auch nichts bezahlen muss. Und das werde ich natürlich ausnutzen und ich freue mich mega. So, ich bin wieder zu Hause und im Bett eigentlich auch schon, weil ich schon wieder müde bin. Und sitze aber gerade noch am Video. Also ich habe den Tag heute geschnitten und alles fertig gemacht. Also das, was ich jetzt gerade filme, kommt noch ins Video rein, aber dann ist es eigentlich fertig. Ja, ich hoffe, ich kann das Video hier morgen früh noch hochladen, weil ich ja wie gesagt morgen dann auch nach Las Vegas fahre. Und ich jetzt noch meine Koffer packen muss, also für wahrscheinlich 3 Tage werden wir bleiben. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber ich war vor ein paar Tagen bei CVS und brauchte unbedingt irgendwas zum Abschminken, also irgendwas für wasserfeste Mascara. Und ich habe einfach nichts gefunden. Also ich habe auch jemanden da gefragt und meinte so, ja, ich hätte gern so einen ganz einfachen ölhaltigen Make-up-Entferner, so wie man es halt aus Deutschland kennt. Und dann meinten sie halt, sie haben sowas nicht, aber die meisten Leute würden das hier
verwenden. Das heißt irgendwie Pons und ist auch irgendwie so eine Make-up-Entfernungscreme oder so. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Jedenfalls habe ich Pons heute ausprobiert und ich bin echt ziemlich begeistert. Also ich musste etwas reiben, bis meine wasserfeste Mascara abgegangen ist, aber meine Haut ist so weich jetzt gerade. Also das ist so richtig pflegend. Also ich habe gar keine Creme mehr aufgetragen oder so. Meine Haut fühlt sich richtig gut an, sie spannt überhaupt nicht. Also ich bin echt begeistert davon. Aber man muss auch sagen, es hat $8, glaube ich, gekostet. Also es ist richtig teuer und es war schon das billigste von allem. So, ich verabschiede mich dann jetzt mal. Ich werde das jetzt schnell noch zu Ende schneiden, dann wahrscheinlich noch das Thumbnail machen und dann auch ins Bett gehen, weil ich wirklich, wie gesagt, total müde bin. Und ja, wir sehen uns morgen wieder.